So, da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. So sieht's aus. Und wir haben hier ein kleines Massaker veranstaltet. Und dementsprechende Loot am Start. Ein Lasergewehr zum Beispiel. Und des Giftmischers Flammenwerfer, Alter. Was ist das denn? Das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Das ist unser Loot von diesem legendären Supermutant und Piper. Okay. Ich muss dir leider ein bisschen Scheißdreck geben, tut mir leid. Wie zum Beispiel diese Lederkombi. Polizistenbrille, Traumwasserhalstuch, DC-Wache Harnisch. Na, das wiegt nicht so viel. Auch nicht, aber das Ding hier. Und meinen ganzen Schrott. Sorry, liebe Piper, aber für irgendwas musst du ja auch gut sein, ne? Was? Ich kann auch nicht mehr tragen. Was ist denn hier los? Ach, gibt's doch gar nicht, ey. Das ist doch scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen gucken, was wir hier mitnehmen. Ist hier noch irgendwas los? Mucke hört sich schon wieder so an. Als wäre hier irgendwo Action, aber hier ist nichts. Okay, wir speichern mal kurz und gehen aber mal hier rein. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Alles fresh bei euch, oder was? Oh, habt ihr ein schönes Anwesen hier gehabt. So ein schönes Freiluft-Apartment. Ich glaube, mein Headset rutscht gleich runter. Warte mal. Also, was heißt Headset? Meine Kopfhörer meine ich natürlich. So, 10mm Patrone, Haarklammerbox, Patrone, wunderbar. Und ein Überseekoffer. Kronkorken. Schallgedämpft, irgendwas brechend. Hast du nicht gesehen? Kuriositätentür. Aha. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Die Inkredenzien des Dingens hier, des Maschinengewehrs. So, dann gehen wir mal hier runter. Nein! Ich steck fest! Alter. Okay, ich dachte gerade schon. Boah. Boah. Schon, wir hängen da, jetzt kommt er nicht mehr weg, ey. Ach, wie nett. Guck mal da unten. Was ist das da hinten? Ey, guck mal, so schwimmt da was, ne? Boah, wie schlecht die Grafik einfach ist, ne? Wenn man das mal so sieht. Ich meine, so geht's ja noch, aber wenn man da mal so näher ranzoomt. Sieht das schon ein bisschen Xbox 360 aus, ne? Naja. Okay, nee, hier runter will ich gar nicht. Ich will eigentlich hier lang. Ich will natürlich schön aufpassen vor Fallen und so. Ach, wir haben ja schon ein paar Raider probiert. Ein paar dumme Idioten-Raider. Oder es war umgekehrt. Und die, Supermutanten haben die Raider überfallen. Kann natürlich auch gut sein. Die Supermutanten sind da ja auch sehr, naja, ich möchte fast schon sagen, aufdringlich. Parkview Lounge. Wir gehen einfach mal rein. Ich denke mal, da drin werden noch mehr Supermutanten sein. Was denn auch sonst? Oh, hier ist Action. Oh. Ein Raider. Pam. Also, es war scheinbar tatsächlich doch so, dass die Supermutanten die Raider überfallen haben. Gut, wie gesagt, finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Das stört mich jetzt relativ wenig eigentlich. Weil ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wir sind eh ein Lone Wolf. Das sind eh alles unsere Feinde, also von daher ist mir das eigentlich relativ wurscht, wer hier wen überfällt. Solange wir der strahlende Sieger sind, ist doch alles gut. So, jetzt sind wir in den Wohnungsgebäuden da drüben noch gar nicht fertig gewesen. Jetzt machen wir hier schon wieder weiter. Nein! Alter! Hey, die lebt ja noch. Also, die lebt nicht mehr, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Oh, ein Wandsafe. Ach ja, in diesen wunderschönen Nebengebäuden gibt es immer so viel Loot. Das ist immer so schön. Cool. Kronkorken, eine Metallrüstung. Alles verfügbar hier. Und ein Radio. Das sogar noch funktioniert.
Back Alley Bowling, Kingpin and Chaplin, Kronkorken. Okay. Waffe stecken wir mal weg, dass wir mehr sehen. Nehmen, was wir hier so einsammeln. The Fans, da geht's wieder nach draußen. Aber wir kommen ja von draußen. Und ich möchte nicht noch mehr rausgehen. Okay, Waffe wieder rausholen. Schrotflinte, Gasmaske, nö. Speichern. Speichern und weitermachen. Alter, was ein Blutbad. Was haben sie denn hier gemacht? Sexspiele, oder was? Ah, Spielkugeln. Schön. Wie der da hängt. Als hätte er heute noch was vor. Ich glaube, der hat heute nichts mehr vor, der Typ hier. Hi. Alter. Die haben die Raider übelst krass weggenudelt. Können wir den befreien? Ne. Okay. Hier haben wir noch einen Zeitungsständer. Ständer, Junge. Und eine Tür und ein weiterer Pott. Was ist das? Oben ist der Handy-Treibstoff. Eine Babyrassel. Ein echter Klassiker. Hä? Hast du einen Witz erzählt bekommen, oder was? Eine Campkiste. Whiskyflasche. Braune Flasche, Schnapsflasche. Ja, dann lassen wir alles stehen. Den ganzen Krams. Da geht's noch draußen. Und was ist das für ein Aufzug? Dann, da, da, dann, da, da, dann, da, da, da. Das geht bestimmt nach oben, ne? Da waren wir ja schon. Oder wir speichern. Wir können ja mal gucken, wo es da hingeht. Tschüss. Oh, es geht nach unten. Aha. In den Kellerraum. Oh. Oh. Du, wie hast denn das gemacht? Liebe Piper. Das musst du mir bei Gelegenheit mal erklären, wie du das gemacht hast. Ich will das auch können. Zweimal Jet. Leerer Zylinder. Kronkorken. Ach, das ist quasi die Lounge, die Eingangshalle. Okay. So hätte es also ausgesehen, wenn wir von normal reingekommen wären. Also durch die Tür quasi. Aber cool wie wir sind wir natürlich übers Dach gekommen, hey. Ich meine, wir sind doch echt geil, oder? Wenn hier einer Macker ist, dann sind das ja wohl wir. Oder nicht? Ich glaube schon. Mutti! Was ist das denn? Und trifft vor allem. Na also. Jetzt einmal nach rechts gucken. Links meine ich. Boah. Mama mia. Was hat der für ein Begrüßungskomitee gewesen? Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn du nicht weißt, was hinter der Tür ist. Kannst du damit unter doch ziemlich auf die Schnauze kriegen. Hier ist aber irgendwo noch so ein Ding. Habe ich gerade genau gehört. Okay, lass uns aber mal ein bisschen was zu schnabulieren in den Kopf hauen. Hier, wie zum Beispiel zweimal aufbereitetes Wasser. Sehr schön. So, wo geht's denn hier noch hin? Ach, da ist das andere Ding. Ist doch alles gut, ich hab's doch alles unter Kontrolle. Das macht doch hier nicht die Drama Queen, Mann. Wo geht's da hin? Ach, da kann man bestimmt Terminal, kann man bestimmt die Garage aufmachen. Sagt ihr die neueste Ausgabe der Public Occurrences? Achso, das ist eine Mission, okay. Ja, ja. Wir sind noch dabei. Ach, guck mal, wir laufen sogar in die richtige Richtung, das ist aber schön. Ach, da geht's hoch. Ach, da kann man doch bestimmt mal rüber looken, was da hinter der anderen Seite ist. Hier. Ah. Oh, da unten steht eine Kiste. Ich glaube, ich möchte die Luke aber fast noch ein bisschen zulassen. Ich weiß nicht warum, aber das ist mir ein bisschen zu riskant hier, du immer. Wilder Flaschenkürbisblüte. Oh, lecker.
Da freuen sich die Herrschaften in Sanctuary, wenn wir ein bisschen was zu essen mitbringen, ne? Wir speichern nochmal. Und da gehen wir mal weiter, wa? Was ist das? Mass Chemical. Und ein Gebäude. Ein eigentlich... Oh. Jangles, der Mondaffe. Geil. Und hier hat mal jemand gepennt. Die Betonung liegt auf hat. Also irgendwann mal. Vor einiger Zeit. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie... Irgendwie möchte ich nicht hier an diesem Fluss laufen. Chestnut Hill Rock Reservoir. Also das Haus an sich ist echt geil. Also wenn ich mal ein Haus aussuchen könnte, ich würde auch hier bleiben. Ach, guck mal. Eine Stinkemücke. Hallo. So. Da kommt noch eine. Ich höre sie doch. Ach, das ist so ein Viech. Aua. Mistvieh. Sehr gut, Piper. Sehr gut. Hunt that bitch down. I can tell you that. Hey, we got her. That's good. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwas Großes gibt. Piper, du solltest aus dem Wasser rausgehen. Nur so als Tipp. Wir haben da schon ziemlich ungute Erfahrungen gemacht. Obwohl wir auch einfach nur im Wasser rumstolzieren wollten. Okay. Kurzer Blick auf die Karte verrät uns, dass wir da drüben hin müssen. Und wir uns hier gerade am Chestnut Hill Rock Hillock Reservoir befinden. Okay. Also da oben müssen wir nicht hin, aber wir gehen da trotzdem mal kurz hin, um das zu entdecken. Einfach damit wir es schon mal auf dem Schirm haben. Falls wir da irgendwann mal hin müssen, können wir immer sagen, hey, wir haben das doch schon entdeckt. Ah, Raider. Wie immer. Egal, wo man hingeht. Du triffst immer einen Raider. Okay, dann gehen wir da doch nicht hin. Lass uns weiterlaufen, komm. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass hier in diesem See irgendwas schläft. Damit meine ich nicht irgendeinen Blutkäfer. Das nur darauf wartet, uns den Arsch zu versohlen. Frag mich nicht warum. Wieso und weshalb? Piper, du machst das. Piper, wenn man sich auf dich verlässt, ne? Da bist du verlassen, aber. Ich hab mir das benutzt, zwei anders vorgestellt. Eine schwarze Blähfliege, was ist das denn? Naja. Nichts wirklich Starkes. Na, du alte Kotfliege. Und du musst sie echt mit Wärts angreifen, weil anders da triffst du die nicht. Übel, diese Mistviecher. Das gehört uns richtig. Oh, guck mal, hier ist wieder ein bearbeiteter Bess. Das ist kein Brami, das ist einfach nur ein Bess. Warum heißt die Bess? Warum heißt die nicht Betsy? Betsy. Hallöchen. Da ist ein Affe. Und der Affe sagt meistens, dass es hier irgendwo eine Falle gibt. Na gut. Ich halte mal die Augen offen. Wir haben eine Automatikpistole. Oh! Eine leuchtende Kakerlake. Eine tote Kakerlake. Noch eine tote Kakerlake. So. Ja, ja, ist okay, Monkey, Bonky. Ich glaube, wir haben's. Noch was? Nee, oder? Wie findet man hier drin überhaupt etwas?
Okay, ich glaube, das war's. Ja, ist gut jetzt, du Affe. Gehen wir nicht auf den Zwirn, Junge. Oh, ein Hirnpilz. Na, lecker. Ui, und jede Menge Drogen. Geil. Oh ja, und Terpentin. Die härteste Droge on the market. Die brauche ich jetzt. So, hier noch irgendwas? Und Kronkorkenvorrat. Na schön, schön, nehme ich mit. Kronkorken, hallo. Stumpffeuerzeug, Aschenbecher. Und ein Dinnertellerchen. Da habe ich immer ein bisschen Radio an. Na komm. Da. Weil schließlich ein bisschen Unterhaltung haben, wenn wir den Safe hier knacken, ne? Ja. Aber wir haben 99 plus H-Klammern, also ist alles gut. Scheiße. Jetzt müssen wir ein bisschen nach rechts drehen einfach. Na? Na? Nein? Ach, das gibt's. Scheiße, Mann. Gibt's doch gar nicht. Dann ist ein kleiner Furz, der uns fehlt. Ah. Pimmel. Ah. Wie schön. Sehr schön. Patrone, Impulsgranate, Kyromine. Sehr schön. Medics, Redix, Redaway und ein Stimpack. Das hat sich mal richtig gelohnt. Piper hat das gefallen. Hey, Piper findet mich geil, wa? Die Piper findet mich geil. Piper, soll ich dir mal sagen? Ich finde mich auch total geil. So. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas im See schlummert. Weil auch dieses umgedrehte Boot ist und so. Ich will irgendwie nicht ins Wasser gehen. Schwarze Blähfliege, ne? Die ist mir eigentlich relativ egal. Aber ich glaube, in dem Wasser ist irgendwas. Wie gesagt, das umgedrehte Boot und so. Es dünkelte darauf hin und das ist ein Grab. Hier liegt jemand begraben. Vielleicht sind es auch nur Hoffnungen, wer weiß. Oder eine Blähfliege. Eine Blähfliege. So, hier haben wir das Motorrad von Daryl. Meine Damen und Herren, Daryl Dixon wohnt hier. Schön, oder? Daryl. Daryl Dixon. Das ist die französische Variante. Huch, eine Mülltonne. Daryl Dixon. Also sonst gibt's hier nichts, ne? Na gut, gehen wir mal weiter in diese Richtung hier. Nein, ich bin kein Schisser, ich speichere nur gerne. Was ist das? Oh. Supermutanten. Na wunderbar. Die triffst du ja auch an allen Ecken und Enden, diese scheiß Supermutanten, ne? Da ist er. Ah. So eine Bande da hinten, oder was? Pass mal auf. Den heizen wir mal ordentlich ein, würde ich behaupten, oder? Kann der jetzt wirklich einen Cliffhanger machen, aber nein, da kannst du ja nicht machen. Nicht jetzt. Treffer. Okay. Pass auf, wir nehmen die Laserwaffe. Scheiße, da ist uns einer in den Rücken gefallen. Bis da, ich. Blöden Köters. Wie gesagt, der eine, der uns in den Rücken gefallen ist, der gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und ja nicht. Ich sehe den Pisser aber auch nicht. Da ist einer. Wunderbar. Piper, das ist eine super Taktik. Schön durch ihr Fenster schießen. Dann da gleich mit Granaten um sich werfen. Ne, Fetti? So. Na, da war doch super. Oh, da war so eine kleine Mutantengruppe auseinandergenommen. Wenn du willst, kann
Prima. Was willst du für mich machen? Oh, Alter, hat er jemals seine Tage gehabt, als er da drauf saß, oder was? Voll der Regelstuhl, Alter. Wow. Das ist schon ein bisschen eklig. Okay, wir sammeln erstmal den Loot ein von den ganzen Supermutanten. So voll der Loot-Flash hier schon wieder, ey. Da kannst du wieder in alle Richtungen laufen und findest trotzdem irgendwas Cooles. Ui. Du trägst so viel. Nein, ich will aber nicht so viel tragen. Ist doch kacke. Ne, der Vorschlaghammer kann zum Beispiel weg. Guck mal, der wiegt 12, Alter. Was soll ich denn damit? Die Planke kann auch weg. So. Das ist immerhin schon mal wieder ein bisschen Platz, ne? Better than nothing. Oh, Ghoul. Oh. Oh ja, da sind noch mehr von denen. Ich hasse Ghule. Wir gehen in die andere Richtung. Wir müssen eh da hoch. Also hier hoch zu uns. Jetzt gehen wir noch mal kurz in dem Diner hier gucken. Was wir da so finden. Wenn ich da mal den scheiß Eingang finden würde. Ach, ich stand schon direkt davor. Okay. Piper, egal was du tust, bitte nicht auf die Ghule schießen. Lieber flüchten wir vor denen, aber... Ich hasse Ghule. Die greifen halt in Massen an. Das ist eigentlich... Also eigentlich ist das richtig geil gemacht. Das ist halt... So ein bisschen Walking Dead-Style, ne? Da greifen die ja auch immer in so Massen an. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber... Die sind echt krass, die Viecher. Naja, ich würde sagen... Wir hocken uns jetzt hier hin, essen was Schönes. Piper, nach dir. Setz dich bitte. Ich lade dich ein. Mal gucken, ob wir... Kannst dich da nicht hinsetzen, oder was? Hier vielleicht? Auch nicht. Naja, dann vielleicht, vielleicht hier hin. Hm? Ach, so wunderbar. So, wir hocken uns jetzt hier hin. Und dann hören und sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Oder was? Ne? Hier bei Fallout 4. Bis dahin. Tschüss. Let's go, boy.